Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Train Fever USA, hier von unserem wunderschönen Bahnhof Schwerin, der seinen Sitz in Cedar Rapids hat, ja, und wir kommen jetzt dazu, worauf ich mich schon lange freue, nämlich hier die Güterzüge einzurichten, wobei zuerst muss ich noch ein, zwei Korrekturen machen, nämlich die fahren hier bestens, daran liegt es nicht, aber wenn wir hier oben gucken, wo war das gleich nochmal, hier haben wir ein paar Bäume hingesetzt und diese Bäume haben ganz heisenbergisch Strom. Ja, grüner Strom, hieß es in den Kommentaren. Danke für den Hinweis. Warum kommen denn da so viele Straßenfahrzeuge in letzter Zeit? Alles möchte ersetzt werden, ist ja ein Elend. Wir müssen hier mal den Strom wegkriegen. Wo war das gleich nochmal? Bei den Schienen vermutlich. Hier und hier. Wenn ich jetzt... Geht das? Ja, das geht. Alles weg schon oder nur ein Teil? Ne, da müsste jetzt alles weg sein. Machen wir mal, so ist er da, so ist er weg. Okay, gut, und dann habe ich noch die teuren Schienen genommen. Ach, Herr Jemine. Aber das ist, glaube ich, kein Drama. Das sind 10 Meter geschätzt. Das werden wir verkraften. Gut, das hätten wir gelöst. Und dann gibt es hier oben noch was beim Fahrplan, nämlich ein kleines Problem. Ich habe hier, was haben wir denn hier? Roseville, auch im Fahrplan drin bei diesem Güterzug. Wir sehen uns das mal an. Das sollte eine Linie sein, genau, wo noch kein Zug dabei ist. Hier haben wir es. Da ist Roswell auch drin und der soll ja hier genau nicht halten. Der soll hier durchfahren. Das soll eben genau mal ein Güterzug sein, der hier durch den Bahnhof durchrasselt und nicht irgendwie anhält. Jetzt gemacht habe ich das, weil ich den Zug sozusagen leiten wollte. Ich wollte ja, dass der hier durchfährt. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen. Der kann ja gar nicht anders, wenn er hier runter will nach Cedar Rapids. Das stimmt, was da im Kommentar stand. Jetzt habe ich ihn aber drin. Das heißt, schwupp, wir nehmen ihn wieder raus. Okay, dann ändert sich hier an der Linie natürlich nichts. Gut, jetzt brauchen wir hier Züge. Haben wir denn irgendwo ein Depot? Ich glaube, hier oben haben wir... Nee, hier oben haben wir keines. Wie sieht es denn hier aus? Nee, nirgends ein Depot. Okay, und hier unten, Cedar Rapids selber, haben wir eines, aber nicht für den Güterbahnhof. Hier oben, Ringlokschuppen, genau. Da kommt Big Boy. Schön. Einfach mal wieder gucken, ist halt auch immer wieder nett. Aber wir brauchen ein Depot. Was machen wir denn da? Bauen wir hier eins. Hier raus. Passt hier noch ein Depot dazwischen? Das wäre optisch natürlich wahrscheinlich auch gar nicht so eine schlechte Lösung. Kommen wir dann mit den Schienen noch runter? Das sind jetzt hier Fragen über Fragen. Kann man das nicht einfach deaktivieren hier mit diesen Straßenfahrzeugs? Ersatzdingens? Mal schnell eine Linie einzeichnen. Das wäre relativ klar, wenn wir hier rausgehen, hier runter. Ich versuche das mal. Das kostet in dem Sinn ja nichts. Ne, das stimmt auch nicht, aber das ist eigentlich egal. Dann kostet es halt ein bisschen. Wir legen hier mal eine Schiene an. Was, Krümmung zu groß? Wir müssen das ein bisschen weiter vorn machen, sonst kommt uns hier dieser Huckel in die Quere. Und hier kommt uns natürlich das Signal in die Quere. Das ist auch nicht ideal. Machen wir es mal hier. So, jetzt hier, dann geht es halt doch durch den Hügel durch. Ich hätte das gerne so ein bisschen gedreht. Okay, da kriegen wir jetzt aber kein Depot hin, das ist zu hoch. Ich muss mal gucken, wie machen wir denn das? Das soll ja kein riesiges sein. Das hier gefällt mir zum Beispiel relativ gut. Ah, okay, da, es schüttet dann selber auf. Das ist nett. Da können wir aber eigentlich glatt noch ein Stückchen weiter. Die Frage ist halt, wie weit? Man kann das irgendwie leider nie richtig testen. So. Ja, das war jetzt genau zu weit. Okay, das meine ich mit, man kann es leider nicht richtig testen. Dann machen wir das ein bisschen kürzer hier. Boing. Depot. Zack, und schon steht's. Gut, dann haben wir das hier auch ein bisschen belebter. Hier zwischen diesen beiden Brücken. Gut, dann, ja, das ist so viel zum Thema, es schüttet auf, ja, nicht überall. Okay, mal gucken, ob wir hier manuell noch nachschütten können, das scheint ja eigentlich zu gehen. Dann können wir das ein bisschen korrigieren. Das sieht sonst wirklich ein bisschen doof aus, sonst reiße ich es nochmal ab und dann ebnen wir das hier sozusagen vorher schon ein bisschen. Wenn es jeweils ein bisschen nicht stimmt, ja okay, das stört mich dann auch nicht, aber das ist natürlich hier schon doch ein bisschen ganz krass. Wieder einebnen.
Ja, ich denke, es ist besser. Jetzt hier, dieses Ding hier, das müssen wir doch auch noch irgendwie wegkriegen. Das muss doch zu schaffen sein. Ich werde das hier mal ganz übel in die Höhe ziehen. Ih, das sieht aus wie so ein, ja, ich sag's jetzt nicht, aber nicht wie so ein Dingens vorm Depot. So, gleich haben wir es auf dem Gleis drauf. Das möchte ich auch nicht. Hm, so richtig weg kriegt man es nicht. Was passiert denn, wenn ich eine Schiene lege? Dann müsste sich das doch eigentlich auch irgendwie anpassen. Immer noch nicht, genau. Das hat so eine richtige Höhle darunter. Da ist, hier muss man doch die Höhle irgendwie wegkriegen. Das kann doch nicht sein. Ah, jetzt. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. So würde man es zumindest nicht sehen, wenn ich es jetzt so las. Ja, aber jetzt ist besser. Okay, jetzt ist es wirklich so weit verdeckt, dass man es nicht gleich sieht. Okay, das gefällt mir wesentlich besser. Gut, jetzt haben wir ein Depot. Das heißt, wir kommen zu den Zügen. Die gehen hier rein. Ja, die Linie haben wir ja. Da müssen wir gar nicht mehr groß gucken. Wir müssen Züge kaufen. Also Lokomotiven. Wir haben hier ja doch die eine oder andere neue. Bei der habe ich ja gestaunt, weil ich dachte, wir haben sie schon. Aber so haben wir sie noch nicht. Die haben wir im Hauptspiel, hieß es in einem Kommentar. Ja, da kann man dann halt teilweise doch ein bisschen durcheinander bekommen. Zwischen Hauptspiel und hier USA-DLC. Aber was nehmen wir denn jetzt hier? Ich werde mal glatt zu Rio Grande neigen. Dummy. Aha, was ist ein Dummy? Das ist wahrscheinlich die Fake-Version, kann das sein? Ich nehme es mal an. Ein Dummy ist eigentlich ja, das sind so die Figuren, die man in die Autos reinsetzt, um die Autos zu testen bei Unfällen. Ja, ich würde sagen, ja, wir versuchen das jetzt nicht, sondern wir nehmen Rio Grande in Doppeltraktion. Haben wir, glaube ich, auch schon, aber das ist einfach ein schöner Zug so. Dann nehmen wir hier noch die Genesis in Normaltraktion. Die Amtrak EMD haben wir, glaube ich, haben wir den auch schon. Ich glaube, wir haben wieder alle schon genommen. Oder, nee, den Amtrak EMD, diesen hier, glaube ich, noch nicht. Aber den hier haben wir benutzt. Dann nehmen wir den auch mal noch dazu. Jetzt, wie viele Züge machen wir? Ist doch eine gewisse Strecke. Ich weiß nicht, ob die wirklich funktioniert. Das ist fast schon ein bisschen wieder zu weit weg, befürchte ich. Aber ja, wir gucken mal. Ich muss mal ganz kurz nochmal überlegen, was wollen wir denn überhaupt? Wir wollen, ach so, ja, nachher unten die Güter bringen von da oben. Doch, das passt natürlich so weit. Dann müssen wir hier nicht anhalten. Ich hatte gerade kurz den Verdacht, dass das hier doch noch einen gewissen Grund hatte, dass wir das im Fahrplan drin hatten. Wir könnten natürlich, ja, ach so, nee, die beliefern wir schon mit den Gütern von da oben. Ich wollte gerade sagen, weil es hier noch nicht ganz ausgereizt ist mit 15 von 61. Wir könnten hier ja doch halten, aber das wollen wir genau nicht. Wir haben hier eine extra Linie nach hier unten. Das passt schon so. Gut, vielleicht bräuchten ja Züge jetzt noch Wagen. Das sind reine Güterzüge. Die werden nirgends Öl laden oder Holz oder sonst irgendwas. Also einfach ganz normale Güterzüge. Wo haben wir unser Depot? Hier unten. Züge kaufen. Güterwagen hat es, glaube ich, noch ein paar neue gegeben. Dachte ich, oder nicht? So sind die schon wieder weg. Hm. Naja, wir haben ja eine gewisse Auswahl haben wir. Das ist Öl. Auch Öl. Ich gucke extra nochmal. Das sind Güter. Okay, machen wir mal. Wir machen jetzt mal einen Mix. Es hieß, ich mache die immer zu sehr beieinander, diese Wagen. Dann mixen wir das mal. Kohle oder Erz wahrscheinlich. Jawohl. Machen wir noch so ein. Das müsste mal reichen. Irgendwie schade, dass die Auswahl nicht größer ist. Ich muss es immer wieder sagen. Vielleicht kommt ja noch was. Wo sind wir denn? Im Jahr 1995? Ja, ich denke im Jahr 2000. Müsste noch mal etwas an Wagen nachgeliefert werden, hoffe ich mal. So, reicht das für den Zug? Ich denke mal ja. Ich würde den Zug jetzt eigentlich gerne schon zuweisen und fahren lassen. Dann haben wir ihn aus dem Depot raus. Dann hängt es ja die anderen Wagen, die wir kaufen, nicht wieder hier an. Das ist immer ein bisschen doof. Da muss man es wieder manuell rumschieben. Gucken wir mal. Das ist Güter. Cedar Rapids wahrscheinlich. Da hatten wir es doch gerade. Da. So, laufen lassen.
Ist halt jetzt ein bisschen unschön mit den ganzen Fenstern hier und Züge zu gucken, aber wir gucken den nachher sowieso nochmal in Ruhe zu. Jetzt möchte ich ihn erstmal aus dem Depot raus haben. Nett. Wieder völlig modelleisenbahnmäßig irgendwie. Ich kann gar nicht erklären warum, aber eben bei gewissen Einstellungen sieht es extrem nach Modelleisenbahn aus. Da oben wieder die gute alte Dampflokomotive, die fährt nach... Aha, okay. Big Boy. Ja, machen wir hier weiter. Wir lassen uns jetzt hier nicht allzu sehr ablenken. Der Vorteil davon, dass wir die jetzt hier schon rausgelassen haben, ist natürlich auch, dass sie schon mal fährt. Also wir haben nicht alle hintereinander dann, sondern doch ein bisschen versetzt. Und deswegen warte ich jetzt auch noch ein bisschen. Ja, das ist schon cool hier. Mit der Dampflok, die unter der Brücke durchfährt. Von oben kommt schon der nächste Zug. Da können wir auch mal noch einen Moment gucken. Eilt ja nicht. So, und rechts kommt der andere an. Genau, ist auch eine Amtrak-Lok. Lok. Eine Lok. Das ist kein Lok. So, nächster Zug. Züge kaufen. Mal gucken, wo setzt du es hin? Aha, bei der, okay. Machen wir jetzt auch wieder einen relativ wilden Mix. Oh halt, da haben wir doch tatsächlich noch einen falschen drin. Doch, passt. Den haben wir noch nicht. Güter. Gut, passt. Linie zuweisen. Güter, Cedar Rapids. Güter. Güter, 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 Güter. Das haben wir hier. Der müsste eigentlich auch schon fahren können. Kann er auch. Das ist mal wieder der falsche. Ich habe doch nicht den zugewiesen. Das ist auch irgendwie, das wird so Never Ending Story hier. Zurück in dein Depot. Das ist jetzt das dritte Mal. Warte auf freie Wege. Na, du machst mir Freude. Jetzt möchte der raus. Ich habe wieder auf alle zuweisen gedrückt. Das ist natürlich definitiv falsch. Wir wollen dem die Linie zuweisen. So, jetzt nochmal. Güter. Güter, Cedar Rapids. Ja, jetzt wartest du noch auf freie Wege. Ne, jetzt wartet der noch. Ich glaube, jetzt kommt er. Okay, jetzt haben wir den richtigen erwischt. Das ist irgendwie verlockend, da auf den Knopf zu drücken, Linie allen Fahrzeuge zuweisen, weil man das natürlich auch relativ oft macht. Frisco. Ah, Straßenfahrzeuge. Ich möchte euch nicht ersetzen. Gut, dann bist du auch schon da unten, dann können wir den dritten auf die Reise schicken hier. Dann, der schon mal gucken kam. Nein, nicht Linie zuweisen. Züge kaufen. Einen solchen. Einen solchen. So einen noch. Und noch so einen. Und noch so einen. Wild gemischt. Und weil du so ein schöner Zug bist und in Doppeltraktion fährst, kriegst du nochmal zwei Wagen. So. Gut. Linie zuweisen. Die Güter, 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 Cedar Rapids. Okay. Müsste eigentlich auch schon rauskommen. Okay. Da fährt der andere Güterzug schon los. Ja, jetzt ist aber hier gerade ordentlich was los. Gleich vier Züge, die kreuzen und entlang fahren. Warum wollt ihr denn alle ersetzt werden? Das ist jetzt seit zwei Folgen hier, poppen im minütlichen Takt diese Meldungen auf. So, bisschen lästig irgendwie. Ist irgendwie eine coole Ecke hier, die gefällt mir. Mit den Brücken. Hast du... Ja, 33 Leute, okay, das scheint sogar wirtschaftlich zu funktionieren. Nett. Das Depot hier unten auch nett. Wir hätten hier jetzt natürlich noch ein Signal hinmachen können, aber das lassen wir mal. Ich möchte jetzt eigentlich mit dem Zug mitfahren. So wie ich das in der letzten Folge eigentlich versprochen habe, dass wir uns die Strecke mal noch gönnen.
Und wenn wir uns die schon gönnen, dann gönnen wir die uns natürlich in Doppeltraktion. Keine Frage. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt wieder irgendwas ersetzen. Man könnte meinen, dass wir irgendwie innerhalb von einer Folge, zwei Folgen, damals 20 Züge und 20 Busse gekauft haben, dass die alle gleichzeitig ersetzt werden wollen. So, er nimmt hier Fahrt auf. Warum sieht das Ding aus wie Modelleisenbahn? Oder warum erinnert es mich so sehr daran? Fast ein bisschen merkwürdig, aber schön. Hier unter der Brücke durch. Genau, da geht es an den Bäumen vorbei, die jetzt neuerdings keinen Strom mehr haben. Und da können wir mal gucken im Bahnhof oben dann. Im Güterbahnhof. Wie sieht es aus mit Gütern? Werden wir auch schon versorgt? Ist diese Linie schon sozusagen angenommen? Da hinten sehe ich doch tatsächlich Privatverkehr. Liebe Leute, benutzt bitte unsere Eisenbahn. Boah, noch ein Fahrzeug zu ersetzen. Eieiei. Cool, wie sich das Ding hier runterwalzt. Und jetzt geht es ja das erste Mal in den Bahnhof rein. Beziehungsweise durch den Bahnhof durch. Da wird er automatisch langsamer. Ja, was ich hier in diesem DLC ganz sicher noch machen werde, ist auch nochmal so ein riesen, ellenlangen Güterzug. Ob der dann wirtschaftlich was abwirft oder nicht, ist mir relativ Wurst. Aber Amerika und keinen langen Güterzug haben, das passt hier mir nicht zusammen. Da kommt ja unser erster Zug schon zurück. Da muss ich mal ganz kurz, wenn ich ihn erwische. Er hat noch keine Güter, okay. Mal gucken, ob es dann schon gebessert hat, wenn wir mit dem Rio Grandes ankommen. Das ist eigentlich eine coole Strecke hier. Denn wenn diese Strecke mal wirklich auch läuft, wenn die wirklich Sinn macht, dann können wir hier noch ein paar Züge hinpflanzen, ohne schlechtes Gewissen, denke ich mir mal. Schön hier die Bahnübergänge. Da kommt sogar ein Motorradfahrer angeschossen. Da hinten sehen wir den anderen Güterzug, der hier Roseville versorgt. Der holt da noch Öl. Oder fährt er durch? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, der holt da noch Öl. Okay. Und da kommt sein Kumpel oder er wartet auf freie Wege. Das kann natürlich auch sein. Richtiges Güterzentrum hier hinten dann mit der Zeit. Hast du was dabei? Drei Güter, okay. Also es funktioniert, die kriegen Güter. Wie viel werden wir dann noch sehen? Das muss natürlich jetzt erstmal eine Weile laufen. Aber es funktioniert. Meine Angst, dass das hier schon wieder eine zu lange Strecke ist, die hat sich zum Glück nicht bestätigt oder bewahrheitet. Das ist schon mal schön. Güter. Ölgüter Rose, das ist der andere Zug. Okay, dann haben wir im Moment hier für den Rio Grande. Wird es noch nichts geben, so wie es aussieht. Wir gucken jetzt aber noch ganz schnell, wie der wendet. Und dann werden wir uns noch mal kurz einem Personenzug widmen. Denn da stand in den Kommentaren, dass Oakland und Waterbury noch gar nicht verbunden sind. Und das möchte ich mir noch schnell ansehen. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, guck mal, hier steht schon Doppeltraktion Rio Grande. Ist ja cool. Hier vorne, so viel zum Thema. Ne, ich habe gesagt, wir haben es wahrscheinlich schon. Und wir haben es tatsächlich schon. Und das auf der gleichen Strecke, das ist ja echt nicht schlecht. Sieht aber gut aus. Eben, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ja einige Städte noch nicht verbunden sind und wir das dann bei Gelegenheit machen. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt. Jetzt haben wir schön noch die Zeit. Während hier die zwei Rio Grande in Doppeltraktion an uns vorbeirauschen. Der ist hier auch. Ah nee, guck mal. Der ist nicht in Doppeltraktion, okay? Aber ist die gleiche Lok. Aber das ist halt, wenn man natürlich mal eine Lokomotive gefunden hat, die einem besonders gut gefällt,
ja, naheliegend, dass man die dann halt gleich nochmal nimmt. Schön, gefällt mir. Bestens. Hast du jetzt eigentlich was dabei oder? Nee, hat nichts mehr. Nichts mehr bekommen. Schade, aber so ist das Leben. Gut, also dann gehen wir mal gucken. Oakland Waterbury. Irgendwo werden wir Oakland und Waterbury haben. Frisco, Little Rock. Hier ist Oakland. Okay, und hier ist Waterbury. Ja, die liegen relativ dicht beieinander und sind nicht verbunden. Tatsächlich. Aber eben, da wird es noch andere Beispiele haben. Wir haben ja nur mal alle ans Netz genommen. Aber die werden wir jetzt noch verbinden. Wir gucken mal. Hier haben wir lauter freie Gleise. Hier hinten kommen wir nicht mehr raus, ohne abzureißen. Wir könnten hier das zweite Gleis nehmen. Hier raus. Und wo haben wir hier den Bahnhof? Aha. Hier unten. Hier haben wir auch noch freie Gleise. Wir haben aber auch schon Straße und Häuser im Weg. Mal die Linien dazu nehmen. Aha, die sind eigentlich von vorne eigentlich fast alle belegt, außer das Gleis. Sehe ich das richtig? Jawohl. Hier vorne ist schon mal gebaut für zukünftige Projekte, damit da keine Straßen in den Weg kommen. Wobei ich sehe gerade dieses Gleis hier. Also das mit der Lebensdauer Straßenfahrzeuge, das, ich finde es langsam ein bisschen komisch. Das kommt hier sowas von vermehrt daher. Ganz schräg. Wir könnten dieses Gleis nehmen oder dieses äußerste. Ich würde sagen, wir nehmen das äußerste. Das ist schon Personenbahnhof. Ja, hier unten haben wir noch einen großen Güterbahnhof. Machen wir auch mal. Was machen wir denn da? Das gibt einen Personenzug. Da machen wir mal schnelle Schienen. Und gucken, ob wir hier rüberkommen. Das habe ich kommen sehen. Irgendwie. Ja, und sonst gibt es hier so ein Gewurstel. Okay, wie sieht es hier aus? Hier würde es gehen, hier haben wir aber das Gewurstel. Nee, das ist sowas von unschön. Ja, von Hand erheben, in die Höhe bringen kann ich das irgendwie auch nicht. Das bringt nichts, das ist die Straße im Weg. Die Straße ist so oder so im Weg und das ist eigentlich schade. Denn das gäbe hier natürlich schöne Bahnübergänge. Aber wir werden sie wegnehmen müssen. Es hilft nichts, sonst kommen wir hier nicht raus. Und kaum sage ich was, kommt schon wieder. Straßenfahrzeuge. Gut. Pause machen. Jetzt geben wir den. Ah, die kommen hier oben durch. Ich wollte gerade sagen, jetzt geben wir denen aber die Straße wieder zurück. Können wir eh machen. Wenn wir ein bisschen Platz haben, ich werde das jetzt mal bauen. Vielleicht muss ich es wieder abreißen. Wenn wir nicht rüberkommen mit dem Gleis, wir werden sehen. Dann ist es schnell wieder weg. Aber das war mir jetzt ein Anliegen, dass wenn wir denen schon was wegnehmen, dass wir es ihnen auch wieder zurückgeben. Ich muss noch mal schnell gucken. Ja, doch, wir nehmen dieses Gleis hier. Dann haben wir nicht schon den äußersten Zipfel belegt. Jetzt haben wir genau ein Problem wegen der Straße da. Das ist jetzt aber ein Scherz. Wenn wir in die Höhe gehen, dann haben wir... nee, geht nicht. So weit kommen wir nicht in die Höhe. Ja, wir haben auch... Ich mach's wieder weg. Ich wusste, dass ich es wieder abreißen muss. Aber wir werden auch so wahrscheinlich nicht allzu leicht rüberkommen. Hier wird es gehen. Okay, mit einer Kurve nach hier unten, die wir eigentlich genau nicht wollen. Sondern wenn, dann wollen wir die Kurve eher nach hier oben. Ah, okay, aber das geht auch. So, wenn das Gleis dann steht, können wir immer noch gucken wegen der Straße. Stimmt das von der Ausrichtung? Das stimmt sogar. Perfekt. Gut. Noch eine Schranke, eine amerikanische. Hier. Da gibt es aber auch so eine Welle. Irgendwas macht sie auch mit der Straße. Die legt es dann tiefer. Oder ist das sowieso schon so? Nee, die Straße ist eigentlich völlig okay. Wenn wir hier ein bisschen runter gehen. Dann kommen wir hier. Das ist aber hässlich. Was macht denn das mit der armen Straße? Das gehört doch verboten, sowas. Nee, ich nehme jetzt die Straße nicht auch noch weg. Am Schluss haben sie hier überhaupt keine Straßen mehr. Aber es ist auch in die Richtung. Egal, wie wir rüberkommen, es macht diesen hässlichen Bogen hier. Naja gut, dann macht es halt hier einen hässlichen Bogen. Das lässt sich jetzt auf die Schnelle nicht ändern. Sonst müssen wir hier die Straße natürlich nochmal
in Gang nehmen. Ich nehme jetzt mal diese Schranke. Boah. Da ist zwar keine Schranke, aber ein Licht, das muss reichen. Okay, gekauft. Ja, so schlimm ist es gar nicht. Das sieht gar nicht so übel aus. Das sieht aus der Entfernung eigentlich schlimmer aus. Jetzt wollen wir hier aber natürlich kein Tunnel. Sondern wir wollen das ebenerdig haben, so gut es geht. Okay, nochmal schnell gucken. Doch, aber jetzt machen wir das von hier aus. Wir haben gesagt, von diesem zweiten Gleis aus. Macht das Sinn? Durchaus. Hier fährt noch ein Zug weiter. Ja, das können wir von hier aus machen. Das ist ja die nächstgelegene Stadt. Ich wollte gerade sagen, das gibt aber hier auch wieder ein Problem mit der Straße. Das heißt, Straße muss erstmal weichen. So, dann kommen wir hier vernünftig raus. Aber wir sind dann diesen Schienen hier im Weg. Wahrscheinlich. Von daher wäre es vielleicht doch cleverer. Müssen wir denn hier irgendwie in die Richtung noch? Ja, wir müssen die Stadt noch verbinden und, und. Okay, dann müssen wir doch ein anderes Gleis nehmen. Dann nehmen wir doch das Äußerste. Dann sind wir niemandem im Weg. Dann können die immer noch dahin, wo sie wollen. So, ich denke, die Ausrichtung stimmt sogar halbwegs. 300 km/h. Wo haben wir hier vorne das Gleis? Da unten. Okay, da müssen wir ein bisschen rüber. Wir haben immer noch 300. Wir haben nirgends eine Brücke. Nein, haben wir nicht. Zweites Gleis machen wir gleich. Ich werde das jetzt hier gleich mal in einem Zug verbinden, wenn ich das darf. Ja, passt. Hier gibt es noch einen Bahnübergang. Machen wir den hier. Boah, der ist okay. Irgendwie die Amerikaner, die geizen mit Schranken, habe ich das Gefühl. Warum? Ich möchte jetzt hier Schranken haben. Amerikanische Schranken. Hier hat es eine, ich sehe es ganz genau. Okay, ist gekauft. Zweites Gleis. Mal gucken, wo wir das machen. Das machen wir hier außen. Dann wären wir hier außen. Dann kommen wir hier rein. Und hier wären wir dann auf der falschen Seite. Das ist natürlich schlecht. Wenn wir hier außen lang gehen, geht auch. Klar. Okay, machen wir es hier außen lang. Also diesen hier. Okay. Viele Probleme sollten wir eigentlich nicht haben. Hat ja keine Brücken, nix. Und da vorne der Bahnübergang, hoffe ich mal. Irgendwie in irgendeiner Form werden wir hier schon rüberkommen. Der geborene Optimist. Na, funktioniert. Okay, bestens. Und dann haben wir die beiden Städtchen dann auch verbunden. Werden wir jetzt nach und nach machen mit so Städten. Ich möchte aber die Güterversorgung eben doch nicht aus den Augen verlieren. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein paar wirklich größere Städte, die auch noch nicht, zumindest nicht groß angeschlossen sind ans Güternetz, die glaube ich sogar nur von der KI versorgt werden. So, das passt hier auch. Ohne weitere größere Straßenverformungen. Das ist immer schön. So, und schon hätten wir es. Ab zu den Signalen. Nehmen wir mal die hier. Das sind nicht amerikanische, ich weiß, aber wir haben bis jetzt fast überall amerikanische. Jetzt können wir auch mal andere nehmen. Hier wäre es natürlich von Vorteil, das Ganze vor die Straße zu setzen, aber wir haben den Platz nicht. Also machen wir dieses Signal mal hier hinten hin. Ist ja doch auch eigentlich eine längere Strecke. Da können wir ein paar Signale hinmachen. Hier funktioniert es jetzt. Dieses Vorderschranke und hier Vorderschranke aus der Gegenrichtung. Hier können wir nochmal ein Blocksignal setzen. Ich würde sagen, wir lassen mal zwei Züge fahren für den Anfang. Jetzt werde ich zuerst hier das Signal noch setzen, damit ich sehe, wie viel Platz uns da bleibt. Hierhin und jetzt. Da haben wir nochmal Platz. Okay, und sonst, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass sich die was tun.
Die bleiben dann einfach vor dem ersten stehen, wenn sie zu lang sind und da reinhängen sozusagen. Gut, haben wir hier ein Depot. Die Frage hatten wir heute, glaube ich, schon mal. Nein, haben wir hier hinten eine. Ein Depot. Eine Depot, heiliges bisschen. L. Heisenberg. Nee. Haben wir nicht, haben wir nicht. Okay, bauen wir. Könnte man nicht. Nee, wir haben den Platz hier nicht. Ich dachte gerade so mit dem Prellbock. Das geht nicht. Wo machen wir dich hin? Wir hätten hier eigentlich durchaus den Platz. Machen wir dich mal hier hin. Nee, dann bist du den Gleisen im Weg. Das war jetzt auch nicht so die cleverste aller Schienenlegungen. Und vor allem, die möchten hier ja noch bauen. Das kommt noch erschwerend hinzu. Vielleicht doch auf der anderen Seite schnell gucken. Das Signal steht noch, jawohl. Hier könnte man doch von dem Gleis, das wäre eigentlich, das ist 10-mal besser. Ah, hier kann ich natürlich nicht raus, das ist Bahnhof, okay. Aber wir könnten hier raus. So, machen wir gar keine großen Manöver. Und mal dieses Depot. Okay, gut. Linie einzeichnen. Von neue Linie. Von hier nach da. Von Waterbury nach, wie heißt's? Oak. Sehe ich gar nicht. Oakland jetzt. Okay, das wurde richtig aufgenommen. Das wäre auch interessant gewesen, wenn das nicht der Fall wäre. Okay, zwei Züge haben wir gesagt. Züge kaufen. Haben wir hier unten noch die schnellen? Ich glaube ja. Two Coach Cars. Aber ich sehe nicht, was anders ist. Da gehört wahrscheinlich einfach eine Lokomotive davor. Mal schnell schauen. Hier haben wir auch noch welche. Haben wir die schon benutzt? Die haben wir alle, glaube ich, alle auch schon. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, da ich da wir ja schon länger nicht mehr hier bei den Personenzügen zugange waren. Wir nehmen mal die. Und jetzt möchte ich mal ganz schnell gucken, wie verhält sich das hier mit denen hier unten. Eigentlich funktioniert. Sind das einfach zwei? Das sind einfach zwei. Das wird so wieder hinten und vorne nicht stimmen, aber wir lassen es jetzt mal so. Dann haben wir einen solchen Zug und dann nehmen wir noch Doppelstockwagen mit der Lok. Oder was haben wir hier noch? Verschiedene, okay. Amtrak Superliner Coach Phase 4. Einmal so, einmal so. Nochmal so. Und hinten nochmal Panorama. Nein, Panorama hat es noch hier. Okay, dann haben wir diese zwei neuen Züge. Die müsste man sich vielleicht mal nochmal genauer angucken. Okay, Linie zuweisen, nicht alle. Das mache ich jetzt wieder einzeln. Die haben wir noch nicht benannt. Das müsste Linie 1 sein. Okay, lassen wir laufen. Dann können wir gucken. Ja, das sind schon ordentliche Wagen hier, muss ich sagen. Nett. Hier noch mit der Tanke. Hihi, das ist halt schon auch immer cool. Wenn irgendwie beim Bahnhof noch was Zusätzliches ist. Und das ist auch ein schöner Bahnhof, muss ich sagen. Der ist schon klasse mit den Bäumen und so. Hier vorne ist Feierabend. Da werden wir dann mal noch Blocksignale hinsetzen. Oder ja, die Häuser müssen weichen, falls wir hier den Platz brauchen. Das müssen wir dann halt gucken. Okay, können wir dich schon fahren lassen? Eigentlich, ja, du fährst erst raus, wenn der vorbei ist. Dann können wir das eigentlich machen. Dann die Linie noch schnell umbenennen. So, die Meldungen weg. Der kommt eh noch nicht. Eigentlich sollte er noch gar nicht rauskommen. Wo hältst du denn? Das ist ja interessant. Ah, beim Signal muss er doch sonst halten. Okay, alles klar. Schön, schon hat er grün. Kann er losdüsen. Auch sehr nett. So, was wollte ich denn jetzt noch? Irgendwas habe ich doch gerade noch gesagt. Die Linie, genau, die Linie benennen, das war's. Von
Waterbury. Waterbury. Nach Oakland, kann das sein? So, Oakland. Ich mach's mal, dann gehen wir mal gucken. Oakland steht da. Ich sehe es. Aus den Augenwinkeln sehe ich. Oakland, bestens. Da fährt eh gerade ein Zug ab. Cool, dann haben wir das auch verbunden. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir dann aber wieder den Gütern nach. Gehen wir mal gucken, was es da noch alles zu tun gibt. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.